Genau. Da war ja mal so eine Welle drin und die ist jetzt raus. Das ist cool, dass es einfach ein straighter Schritt ist. Da vorne der Grill im Grunde, der quasi nochmal als Hexagon die Minifront beschreibt. Das ist super. Also wir sollten hier vielleicht das Ganze noch ein bisschen straffer gestalten. Und die Linie, die von hinten kommt, die müsste ein bisschen rausgekippt werden. Das ist ein bisschen obeinig. An der Stelle wenn wir hier. Ein bisschen mehr Breite kriegen. Genau. Ja. Das ist richtig. Ja. Ansonsten mit dem Grill, also ich finde, der ist gut geworden. Ja. Der funktioniert auch aus den verschiedenen Perspektiven. Kippt nicht raus, ist schön straff trotzdem. Vielleicht die Ecke hier oben, dass wir die da noch ein bisschen nachschärfen. Also dass der Radius hier noch ein bisschen enger wird. Sieht man nämlich hier ganz gut. Hier sind diese Linien deutlich schärfer gezeichnet als im Modell. Also das ist zu weich. Da müssen wir hier müssen wir das Ganze nachschärfen und dann wirklich so ein 1, 2, 3 reinbringen. Das hier ist jetzt ein Radius, ein großer Radius. Die Theorie von diesem Chor wird auch wieder auf unseren Grill laufen. Also alle Linien laufen wie zu einem Herzen zu unserem. Hier auf diesem Punkt dann zusammen. Genau. Also ich glaube, das wäre ein ganz guter Effekt, wenn man an dem Cooperizer dreht. Gerade auf dem Exterior, ja. Und sich dann im Exterior was ändert, also wenn man dann diese Farbanpassung sieht oder diese Charakteränderung. Vor allem, weil wir schlicht in den Details sind und eigentlich relativ wenig haben, sieht man auch hier. Sieht man hier schon ganz gut, was wir vorhin besprochen haben, dass es besser funktionieren wird von der Höhe hier. Sind sie jetzt im Moment noch nicht, weil wir haben hier alles zugeprimert und dann sieht es so aus, da könnte hier auch dann die Kabelführung stecken. Das müssen wir irgendwie. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht noch runterkommen, dass wir nach vorne hin das Ganze abknicken.